zusammen mit Fähregge und Wels fast 80.000 Euro unter Liste mit schöner Ausstattung. Der Loftliner unter 7,5 Tonnen. Ich grüße dich, Matthias. Guten Morgen, hallo. Morgen, heute ist der 16. September 2023. Wenn du mal kurz nach links kommst, der Markt hat sich reguliert. Die Preise sind wieder auf einem erträglichen Niveau, so muss man sagen. Hier haben wir ein Auto, 279.900 Euro. Er ist ziemlich genau ein Jahr alt. Ja, genau ein Jahr alt. September 22 zugelassen. Junger Gebrauchter, gerade eingefahren, 12.000 Kilometer. Und ja, der 82 LB als ja meistgebauter Loftliner. Der 82 LB heißt, ich habe Längsbetten, hinten hier sogar eine Liegewiese mit drin. Ich habe Entfallhubbett, das bedeutet, ich habe vorne einen Platz drin, da gehen wir gleich rein. Das fühlt sich an wie in einem großen Arktros, so ein kleines bisschen, wenn du reingehst, oder? Ja, hat kein Hubbett und dadurch natürlich eine unheimliche Freiheit im Wohnbereich vorne. Viel Platz, Kopffreiheit, aber auch zusätzlicher Stauraum. Was interessant ist, ab Werk kommt er mit einer breiten Achse, weil da ein druckluftbetriebenes Fahrwerk drunter ist. Das heißt, die Bremse mit Druckluft und sogar mit Druckluft hinten die Luftfeder. Ja, ist er unter 7,5 Tonnen der einzige, der ja richtige LKW-Gene hat. Nicht nur von der Motorcharakteristik und vom Chassis, sondern auch von den ganzen Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel jetzt hier die Druckluftbremse. Abstandstempomat ist Serie und das ist einer, der auch funktioniert. Jetzt nichts gegen die anderen Abstandstempomaten, aber wir reden hier im LKW-Bereich nicht über irgendwelche, die mal ausfallen, weil es irgendwie schneit oder regnet. Das hatte ich nie bemerkt bei einem Loftliner. Das heißt, die Loftliner schnurren. Er misst sogar die Geschwindigkeit des Vordermannes. Das heißt, du kannst dir den LKW angucken, fährt er mir schnell genug? Das wird mir digital im Tacho angezeigt und da kann ich mich entweder, ich sag mal, hinter einen Reisebus hängen oder LKW und so weiter. Ja, ist ein prozesssicheres System, funktioniert sehr gut in der Praxis und ja, ist ja auch vom Chassis her wirklich jetzt ja schon was Besonderes, weil es halt ein richtiger LKW ist und ausgelegt auf die Anforderungen der höherklassigen Chassis dann auch. Wir haben eine Zentralverriegelung für die Stauklappen. Das bedeutet, ich drücke auf den Knopf, alle Stauklappen sind geöffnet. Hier kannst du richtig durchladen, das sieht man hier. Das ist ab Werk montiert worden. Das sind so Sachen, die dürfen nicht fehlen. Dann kannst du hier durchladen von innen nach außen. Du hast einen kleinen Wechselrichter von Dometic mit drin, der ist nur für die Markise? Nein, der ist nicht nur für die Markise, der ist eigentlich nur für die Starterbatterie. Ja? Das heißt also, die Starterbatterie wird über diesen kleinen Dometic Laderegler dann aufgeladen. Fit gehalten. Genau, wenn Strom angeschlossen ist, dann nachgeladen. Ja, das System hat 24 Volt. Das bedeutet, du hast ein komplettes LKW-Chassis mit drin. Du hast hier einen großen Gastank, 120 Liter. Das ist also auch nochmal eine Besonderheit. Also hier wurde an nichts gespart, was wichtig ist. Der Gastank, den finde ich ja ganz wichtig. Und den ab Werk natürlich direkt zu kriegen, da siehst du hier die Riesenbombe, die hier drunter ist, in schwarz. Die ganz neuen sind schwarz. Ja, genau. Ist ja auch das Modell, was genau so noch gebaut wird, in gleicher Ausführung. Natürlich vom Kaufpreis, vom Listenpreis noch mal ein Stück weit über dem des letzten Jahres. Aber sonst vom Modell her, von den verbauten Materialien und ja, von den ganzen technischen Einrichtungen das Gleiche, wie wir heute neu im Angebot haben. Die Klappen öffnen nach oben. Auch das war lange Zeit nicht so. Und man kann es hier sehr schön sehen, das ist das Vorgängerjahr. Öffnen die Klappen nach unten. Das war noch so. Das sind so Kleinigkeiten. Hier ist zwar die Zentralverriegelung drin, aber die nach oben öffnenden Klappen haben natürlich den Vorteil, dass sich der Schmutz unten nicht so sammelt. Das war so eine Geschichte. Ja, es hat mehrere Vorteile. Also einmal der Schmutz nicht und natürlich auch im Winter dann die entsprechenden ja, eingefrorenen Scharnierpunkte und so weiter. Das hat nur Vorteile, dass die Klappen sich nach oben öffnen. Hier ist eine 3M Hochleistungsfolie montiert worden. Ja, das ist was Besonderes. Das ist die Folie, die ab Werk kommt, eine Carbon-Optik. Aber hier haben wir eine Carbon-Relief-Optik mit einer erweiterten Garantie. Das war so ein bisschen, weil
die Originalfolie so nach 5-6 Jahren so langsam ein bisschen schreit, je nachdem, wie oft sie in der Sonne stand. Das ist auch so, es kann sein, dass die ewig hält, ja, wenn du nie in der Sonne bist, aber die Leute fahren ja auch mit damit in den Süden. Und die, wenn du mal drüber fährst, mal mit dem Nagel mal so ein bisschen drüber streichst, dann merkst du, die verzeiht nämlich alles, was irgendwie reinkommt. Wenn du also hier jetzt mal mit einem Ast oder sowas in Berührung kommst, die ist nochmal dicker, sie ist nochmal fester und sie hat eine erweiterte Garantie von 3M. Das war die Geschichte. Und wie dir auffällt, das Design der großen Liner, die du jetzt drin hast, ohne Logo. Das war mir auch ganz wichtig, denn es ist ja auch ein Liner. Und an der Seite hast du nämlich normalerweise hier diesen Cut, das siehst du hier in der Mitte. Ja, das ist das Logo der Mountain Relo Seitenstreifen und wir haben hier nachträglich die Folie aufgebracht, um einfach einmal den Liner-Look natürlich zu generieren und von der Folie auch dann wirklich was noch Hochwertigeres anzubieten. Ne? Ja, das Ganze war nämlich, gibt es nur in der Form und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Haben Sie gut hinbekommen, oder? Ja, sieht toll aus. So, und das war, glaube ich, auch was ganz wichtig ist, eine Alde, diesmal in der Ausführung 3020. Die Besonderheit hier ist, du hast eine Warmwasser-Fußbodenheizung. Ja, serienmäßig die Warmwasser-Fußbodenheizung verbaut, sodass dann die Grundwärme fürs Fahrzeug über die Fußbodenheizung generiert wird und die entsprechenden Wärmebedarfe für die anderen Bereiche dann über den zweiten Heizkreislauf. Das Rad ist größer als bei den Iveco Dailies. Richtig, größer, stabiler, die ganzen Traglasten, Abrolleigenschaften, ja, die ganze Charakteristik des Autos ist praktisch eher LKW-like. Auch gerade wenn man an Drehzahl denkt zum Beispiel, ist durch den großvolumigen Motor, durch den hohen Hubraum, sind viel weniger Drehzahlen bei dem Wagen. So, öffne mal bitte. Hier sieht man die große Klappe auf der anderen Seite. Das heißt, das Einladen der Fahrräder üblicherweise über diese Seite, weil hier steht man doch sehr, sehr oft press dran. Trotzdem kommt man ran. Hier war die Idee, später eine 2 Deo Mini einzubauen an der Seite. Da kommt man auch sehr, sehr gut ran. Kann trotzdem noch Fahrräder einladen. Und hinten, du hast natürlich das Morelo-Logo drauf. Aber das ist ja in den letzten Jahren immer dezenter geworden. Du weißt, die ersten Modelle hatten sogar an der Front das Morelo-Logo noch vorne drauf. Das wurde alles Stück für Stück zurückgefahren. Ja, genau. Einfach auch letztendlich die Außenoptik so edel wie möglich darzustellen. Ja, Busoptik, das ist auch gelungen. Also die Liner-Optik von hinten und natürlich die Anhängerkupplung. Und auch die finde ich ziemlich wichtig, nicht nur die Vorbereitung, gleich die Kupplung dran zu machen. Hier können wir zum Beispiel Fahrräder noch mal hinten drauf packen und sogar einen Rollerträger. Die kann nämlich, glaube ich, 100, 160 Kilo, glaube ich. Genau, ist direkt angeflanscht an die Rahmenverlängerung. 150 Kilo. Genau, 150 Kilo Traglast. Also auch da sehr stabil aufgeführt. 150 Kilo, also wenn man das sieht. So, dann ist das Polster hier zu sehen. Sehr schön, das heißt, der Fronttisch ist absenkbar, daraus hat man die Möglichkeit, ein Bett zu machen, aber kein Notbett, ein richtiges Bett für zwei Erwachsene. Ja, also ausgeführt als Vier-Personen-Fahrzeug, ohne Hubbett trotzdem und mit diesem Ausgleichspolster kann man dann halt im Wohnraum wirklich ein vollwertiges Doppelbett gestalten. So, und das ist das Superpaket, was mit dazukommende Besonderheit hier. Es hat eine Lithium-Erweiterung bekommen, direkt ab Werk wurde eingebaut. Und hier sind nämlich zwei Lithium-Batterien drin. Und hier sieht man sehr schön, wenn du mal gerade so lieb bist, Matthias, wenn du mal gerade hilfst, dass wir einmal kurz reinschauen. Hier sind nämlich zwei Super-D drin. Eine weiße, eine grüne. Du weißt warum. Die weiße ist direkt von Morelo und die grüne ist direkt von Super-B. Und das heißt, wir haben eine Kapazität von 420 Amperestunden plus Solaranlage auf dem Dach, vier Platten. Da kommt man schon sehr weit, zumal die Ladung während der Fahrt sehr schnell passiert. Ja, das ist so aufgebaut, dass wir einen Wechselrichter haben, hier ein Kombigerät, Wechselrichter, Ladegerät von Büttner mit 3000 Watt Dauerleistung und die Ladung der Batterien geschieht während der Fahrt über den sogenannten Ladebooster.
der dafür sorgt, dass praktisch das, ja, der Motor, die Motorleistung, die Elektrik des Motors stabilisiert wird, der Strom, und somit dann entsprechend die Batterien während der Fahrt geladen werden. Bei euch wurde nachgerüstet die Klimaanlage und die Solaranlage. Also ihr seid ja auch Vertragshändler von Morelo. Habt das perfekt hier eingebaut. Hier sind die Schutzabschaltungen, die drauf sind. Und dann sehen wir noch eine Besonderheit hier. Wir haben eine extrem leise Unterflur-Klimaanlage. Auch die habt ihr eingebaut hier in Bissendorf bei Osnabrück. Und das hat natürlich Riesenvorteile, gerade dann hier in unseren Breiten, wenn du mal entfeuchten willst, willst aber nicht, ich sag mal, diesen Luftzug vom Dach her haben. Da sind viele natürlich ein bisschen empfindlich, und das hier hat eine ganz andere Charakteristik. Ganz andere Charakteristik ist also einmal vom Schwerpunkt natürlich sehr schön hier unten eingebaut, ist aber vor allem auch sehr leise. Also man kann sich das vorstellen wie so ein, ja, so einen ganz sanften, leichten Luftstrom, der einfach dann auch die kalte Luft genau an die Stellen bringt, die man haben möchte, nämlich oben im oberen Bereich, und dann halt mit Ausströmern regulierbar genau an die Stellen bringt, wo es sein muss. Also Lithium, Klimaanlage, Solaranlage, eine große Thule Omnistor, auch die darf natürlich nicht fehlen, ist bereits montiert. Das Ganze mit LED-Beleuchtung und hier vorne das Fach, wo du durchladen kannst. Eine Besonderheit ist der große AdBlue-Tank, der eine sehr, sehr lange Reichweite hat. Und hier, wenn man hier reinfällt, filmt, kann man komplett von vorn bis hinten durchladen. Hier ist die zentrale Klappensteuerung verbaut und die Komfortaufbautür mit Zahlenschloss. Eine breite Aufbautür. Genau, extra breite Aufbautür, Zahlenschloss, dann mit den beiden Verschließungen und ja, dann auch voll elektrisch, sodass also die Zapfen, die Schließzapfen, dann auch nicht manuell betätigt werden müssen, sondern über die Servoschließung. 2,79.900, die Mehrwertsteuer ist ausweisbar, was heißt das? Ja, das heißt, dass der Wagen auch für gewerbliche Zwecke nutzbar ist oder gut nutzbar ist. Die Mehrwertsteuer ist dann abzugsfähig, und das ist bei dem Betrag von 279.000 natürlich auch eine schöne Summe. So, hier ist die zentrale Klappensteuerung mit drin. Wir gucken uns gleich mal nochmal die Luftfederung an, denn das ist die LKW-Luftfederung, die hier verbaut wurde auf der Hinterachse, und auch die Vorderachse ist so sanft gefedert, dass man im Regelfall hier jetzt nicht zwingend eine Luftfeder braucht vorne, die es übrigens auch nicht gibt. Also bei Iveco wird die gar nicht angeboten. Das ist auch eine Gewichtsfrage. Wir sind ja hier unter 7,5 Tonnen. Zuladung hier ist wichtig, und deswegen wurde natürlich das Fahrzeug so optimiert, dass es maximale Zuladung hat. Insbesondere hier herauszuheben ist, es braucht keinen Retarder. Das heißt, du kannst also auch bei Bergabfahrten mit der Motorbremse arbeiten, und eine Motorbremse hat zum Beispiel ein Iveco Daily nicht. Ja, das sind also die Unterschiede. Hier hat Iveco im Eurocargo-Bereich halt die Motorbremse serienmäßig, die über diesen Hebel hier rechts betätigt wird auf 2 Stufen, sodass man dann also entsprechend bei Gefällefahrten den Motor als Bremse nutzen kann. Und das ist in Verbindung mit der Luft, mit dem Luftfahrwerk und mit der Luftdruckbremse dann ja richtig LKW-like. So, hier ist das Original Iveco Luftfahrwerk drunter. Damit kann ich heben und senken in einer Geschwindigkeit. Da können die anderen Luftfahrwerke nur richtig staunen, denn das hier ist gedacht, damit du im Nahverkehr zum Beispiel an der Rampe nivellieren kannst. Das heißt, du kannst 20 cm etwa in 10 Sekunden rauf und runter fahren und damit das Fahrzeug auf dem Stellplatz optimal nivellieren. Ja, man kommt am Stellplatz an und hat durch diese Luftfederung dann die Möglichkeit, wirklich ganz schnell und effektiv den Wagen auszugleichen. So, dann ist mit ergänzt eine 12-Volt-Steckdose hier vorne ab Werk. Dort kann ich zum Beispiel das Mobiltelefon mit aufladen mit USB-C. Habe hier eine zusätzliche 12-Volt-Steckdose montiert ab Werk für
das Überwachungssystem, was natürlich viele gerne vorne einbauen möchten. Das heißt, du kannst hier eine Dashcam montieren direkt. Auch das ist vorgesehen, aber nicht als USB-Steckdose, sondern als 12-Volt-Steckdose. Das hat natürlich den Vorteil, ich kann USB-C, kann Schnellladegeräte und so weiter einstecken. Genau, und hat auch entsprechende Absicherungen dann, um einfach die Ströme auch rauszugeben, die man dann braucht. So, dann elektrisches Rollo ist hier mit drin und was direkt auffällt, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, wir haben kein Hubbett, deswegen ist natürlich hier der Platz, den du hast, groß. Also wir stehen jetzt hier in einem Fahrzeug, das einen Raum bietet, 2,40 Meter Breite. Das ist schon sehr großzügig, oder? Ja, total großzügig, verstärkt natürlich durch das helle Holz. Die Farbkombination ist ja hier direkt auch drauf ausgelegt, es nicht zu gedrungen wirken zu lassen. Und ja, das helle Holz, das helle Leder, die Deckenbespannung, das bringt natürlich alles unheimlich Raumgefühl. Und gerade hier jetzt ohne dem Hubbett ist es natürlich richtig, richtig großzügig. Ja, siehst hier, es gibt keine Klimaanlage auf dem Dach, die ist ja unten. Die Luftausströmer sind hier oben, die können einmal zum Wohnraum geneigt werden, dauerhaft, oder zum Schlafraum, das sieht man hier. Und du siehst auch, wenn du das hier öffnest, der Einbau wurde so durchgeführt, dass du eigentlich von der Klimaanlage keinen Platzverlust hast, denn sie ist hier an der Seite eingebaut, der Platz wird eh nicht genutzt. Also das habt ihr schon sehr gut gemacht. Ja, bietet sich hier ja auch an. Er hat ja diesen vergrößerten Kleiderschrank. Das sieht man von vorne eigentlich gar nicht, wie breit er ist, weil er halt wirklich nochmal fast 30 cm rechts in diesen Bereich Richtung Duschkabine geht und somit also auch wirklich eigentlich ein doppelter Kleiderschrank ist. Hier ist eine Steckdose gesetzt worden, das sieht man hier sehr schön, denn das Fahrzeug ist schon vorbereitet für einen Backofen / einen Grill, der genau hier reinpasst. Da gibt es einen speziellen Invertergrill und der ist schon vorbereitet. Der kann eingebaut werden. Der Kompressorkühlschrank, der ist Serie und auch der ist riesengroß. Von beiden Seiten zu öffnen ist auch schon die neue Version. Sie ist viel leiser geworden, muss man dazu auch sagen. Man hört den Kompressorkühlschrank nahezu gar nicht mehr. Du hast ihn jetzt leicht angelehnt. Das ist natürlich, dass sich da keine Staunässe bildet. Genau, das ist diese diese Schutzschaltung hier, die man dann wählt, wenn der Wagen abgestellt ist, um dann entsprechend auch keine Stockflecken aufkommen zu lassen. So, das Thema absenkbarer Tisch ist eine Option. Die können wir vielleicht mal zeigen. Da ist der Tisch verbreiterbar und absenkbar, optional, mit Aufpreis behaftet, aber auch sowas baust du nicht mal eben noch mal ein. Deswegen ist das Ganze jetzt schon ab Werk drin. Das Polster wird eingelegt und ruckzuck habe ich ein großes Doppelbett. Flächenvorhänge. Die Küche mit richtigem Wasserhahn und der Vorbereitung, dem großen Schrank. Du weißt, was man da reinmachen kann. Die Fischer und Paykel. Zum Beispiel eine Spülmaschine, genau. So, das ist vorgesehen. So, was können wir noch zeigen? Wir haben einiges. Das hier ist übrigens die Empfängereinrichtung für die Klimaanlage. Die wird dann über die Fernbedienung geschaltet. Ein Glasfach, etwas reduziert. Und hier oben dann ganz viel Technik. Da ist die Truma Saphir. Klimaanlagensteuerung, Frischwassertank. Und Abwassertank als Festtank jeweils ausgeführt mit Schwarzwasser. Die Heizung und natürlich die Solaranlage, die permanent Strom erzeugt. Batterie ist immer voll. Genau. Die ist so angeschlossen, dass die Batterien also immer auf jeden Fall die Erhaltungsladung bekommen und entsprechend dann über die Anzeigen hier auch genau zu sehen ist, welche Ströme rein, welche Ströme rausgehen. Das ist die Anzeige für den Gastank. Das ist hier der Wechselrichter, den wir hinten in der Heckgarage eben ja schon gesehen haben, mit der entsprechenden Aktivierung. Fernbedienung für die gedimmten Außenleuchten, für die elektrische Markise. Mhm. Also wirklich voll ausgestattet. Ja, Thema Raumklima, hier ist Stoff drin.
Also Entscheidung, Stoff zu nehmen, nimmt natürlich die Feuchtigkeit nochmal besser auf. Es ist noch trockener vom Klang her und lässt sich sehr gut reinigen am Velour. Also es muss nicht immer Leder sein, das ist die Sache. Ich hatte immer Leder und muss sagen, es ist vom Raumklima her nimmt halt keine Feuchtigkeit auf. Das ist eigentlich ein wesentlicher Faktor. Und was viele nicht wissen, die Möbel liegen ja auf dem Stoff. Und wenn das Fahrzeug sich ein bisschen verwindet, das passiert während der Fahrt, dann gibt es auch keine zusätzlichen Geräusche. Das ist auf dem Leder auch nicht schlecht gelöst, aber der Stoff ist ja extra dafür entwickelt, dass er gleitet. Ja, ja, genau. So, wir schauen mal ganz kurz. Das haben wir mit drin, ein Dreiflammen-Kochfeld mit eingebaut. Zwei Spülbecken, sehr tief. Auch hier kann man sehr schön sehen, aus Mineralstoff. Auch hier kann ich das Geschirr dann abstellen zum Abtropfen. Links direkt die Vorbereitung, das ist nämlich die lange Küche. Du weißt, die neuen Modelle haben jetzt nicht mehr eine ganz so breite Küche. Da ist das Kochfeld direkt links dran. Und hier habe ich den Riesenplatz, wo ich sogar noch fast einen Thermomix, aber zumindest mal eine große Kaffeemaschine hinstellen kann. Ja, das ist vorgesehen auch mit den entsprechenden Steckdosen, der Verkabelung und dem Abstellplatz. So, jetzt kommt eine Besonderheit. Wir haben hier das Komfortbad schon eingebaut. Das ist hier Serie. Wir haben als zusätzliches Extra hier hinten die Liegewiese, auch die kostet Aufpreis, du bist mein Zeuge. Richtig, knapp 2000 Euro, ist aber ein Zubehörteil, was ja sehr gerne vom Werk aus mitbestellt wird. Bringt halt den Vorteil, dass man natürlich eine unfassbar große Liegefläche hat, viel Bewegungsfreiheit nach rechts, nach links. Man kann zusammenliegen, auseinander, man kann zu dritt liegen, man hat also wirklich ganz viele Möglichkeiten und es ist ein absolutes Komfortmerkmal. Ja, man kann sogar quer liegen, beide nebeneinander. Das ist also je nachdem, wie man gerne liegen möchte, können nämlich auch drei Personen quer liegen, längs liegen und so weiter und so fort. Dann eine Besonderheit hier, ein Max-Fan im Schlafbereich, ein kleines Fenster, das heißt weniger Wärmeeinstrahlung, dafür aber eine permanente, fast drahtlose Belüftung. Genau, und das ist natürlich gerade im Sommer, wenn es sehr heiß ist und wenn man irgendwo frei steht, eine sehr energieeffiziente, aber auch wirkungsvolle Möglichkeit, den Wagen einfach zu klimatisieren, zu temperieren. Ne? So, eine Komfortdusche, ich kann mich ja einschließen, komm ruhig mal rein, dann sieht man das Ganze. Man kann die Tür direkt um 180 Grad öffnen. Komfortmerkmal, guck dir mal die Scharniere an, dann hast du hier eine extra Toilette. Leute können also getrennt auf die Toilette gehen, du kannst aber auch die Tür in der Mitte schließen und hast dann ein Raumbad. Hast dann ein Raumbad, genau. Und das ist eigentlich wirklich perfekt gelöst. Eine Riesendusche, wirklich große Dusche, mit der Möglichkeit, nasse Dinge aufzuhängen, mal einen Skianzug, einen Regenmantel oder einen Surfanzug. Das ist wirklich total toll gemacht. Und dann entsprechend über diese Vario-Tür die Möglichkeit, einen großen Sanitärbereich zu schaffen, sich umzuziehen, sich in Ruhe fertig zu machen. Toilette zu benutzen, aber das auch dann entsprechend mit der Möglichkeit, es zu schließen, auch in einer intimen Situation. Also eigentlich optimal, alles so ausgebildet, wie man es haben möchte, muss und wie es eigentlich für jeden Anspruch richtig ist. So, wenn du mal öffnest, können wir das mal gerade machen, dann zeige ich mal eine Besonderheit. Hier ist noch ein großes Fach drunter, wenn man die Liegewiese hat. Hier kann man Schmutzwäsche unterbringen. Das ist riesig, das Fach. Hier in der Stufe ist noch mal ein Fach eingebaut und man kann die Tür komplett schließen. Das heißt, wenn ich duschen möchte, kann der eine duschen, kann sein Raumbad generieren und man kann sich komplett mit zwei Türen vereinzeln. Komm bitte noch mal raus. Hier ist er, der Loftliner. Ein Jahr alt. Du hast noch ein zweites Modell nebenan, können wir gleich mal zeigen. Der ist, glaube ich, ein Jahr älter und kostet rund 10.000 Euro mehr, hat ein bisschen mehr Ausstattung. Und man muss immer genau hinschauen, weil jedes Plus an Ausstattung natürlich beim Loftliner das Auto schwerer macht. Genau, das ist eigentlich das Thema. Man muss da auch ganz offen drüber sprechen. Tun wir auch mit der entsprechenden Gewichtsbilanz, die es dabei gibt, um einfach ja auch zu zeigen, dass dieses Chassis natürlich unfassbare Vorteile bringt. Jeder das auch haben möchte. Aber natürlich ein schlauer Weg auch ist,
die Ausstattung nicht zu weit nach oben zu treiben, um dann entsprechend in der Nutzung, in der Praxis auch noch genügend Zuladung zu haben. Und das wird bei uns ausgewiesen mit einer entsprechenden Wiegekarte und einer entsprechenden Dokumentation, dass das dann auch wirklich für den Kunden sichtbar ist. Wir haben noch eins vergessen, wenn du eine Karte hinten öffnest, dann sind wir fertig. Hinten ist noch ein Fernseher eingebaut, 32 Zoll, ja. Dass wir den einmal kurz zeigen. Das ist aber kein Fernseher, das ist was ganz Besonderes. Wir haben hinten einen 4K-Monitor eingebaut mit einer speziellen Halterung, der direkt vorgesehen ist für Amazon Prime Sticks. Und vorne, da ist es dann den Leuten freigelassen. Der Fernseher kann einfach zur Seite rausgeslidet werden. Wenn du mal gerade so lieb bist, das einmal ganz kurz zeigst. Matthias, wenn wir den Chef persönlich schon mal hier haben, der wird einfach rausgezogen, kann dann gedreht werden in jegliche Richtung und hat den Vorteil, dass man nicht nur die Sticks anschließen kann von Amazon, damit direkt übers Handy alle Fernsehsender und so weiter sehen kann, sondern eine SAT-Anlage wiegt ja auch wieder was. Das ist die Geschichte. Und die meisten schauen ja mittlerweile über Router, sodass vorne mehrere Optionen für den Fernseher da sind. Wir können das mal zeigen. Wir haben das mal offen gelassen, weil viele neigen dazu, auch mal ganz große Fernseher zu montieren. Die könnte man auch montieren, nämlich über dem Fahrer ist es möglich. Also wenn man hier das geschickt macht, ihr habt eine große Schreinerei und je nachdem, was der Kunde möchte, kann man wie bei Vario, das kennst du, und Bohmte, die sind ja deine Nachbarn, die haben die Fernseher an der Stelle stehen, weil das Fach nicht so groß ist und kann dann zum Beispiel hier montiert werden. Man muss eigentlich nur sagen, was man möchte. Alternativ kann der Fernseher hier montiert werden. Das heißt, man verzichtet dann auf das Fenster. Dann kann man hier komplett einen 32 Zoll oder hier montiert werden. Genau, am Eingang mit einer entsprechenden Halterung, auch wieder ausziehbar, schwenkbar. Gibt also verschiedenste Optionen. Muss der Kunde nur sagen, was er gerne möchte. Wie viele Leute schauen mittlerweile über Stick, über Router? Wären das mehr? Ja, das wären mehr, zumal ja der Ausbau der Mobilfunk Netze wirklich jetzt ganz schnell auch nach vorne getrieben wird und oft auch letztendlich auf dem Stellplatz, auf dem Campingplatz gar nicht die Möglichkeit ist, die SAT-Anlage auszufahren. Da ist ein Baum im Wege oder irgendein Gebäude und von daher ist es also so, dass wir ja über einen Router und über das entsprechende WLAN-Netz, was man sich dann ja auch für andere Nutzungen aufbaut, auch super Fernsehen gucken kann. Ja, wir sind bei Felge und Wels, Morelo Loftliner 82 LB. Du bist Vertragshändler, hat noch ein Jahr Garantie. Genau. Und die Originalwerksgarantie ist hier mit drin. Und du bist ja auch Morelo Vertragshändler. Und das Ganze mit einem 4,5 Liter Motor, glaube ich, hat sogar 4,7 Liter, was drauf ist. Und ein Iveco Euro Cargo, ein richtiger LKW. Und das siehst du auch hier vorne, wenn du das normal mal siehst. Also die ganze Frontpartie ist auch erweitert mit großen Reifen. Ich glaube, da stehen auch viele drauf, genau auf die Optik. Ja, und auf die Fahrcharakteristik. Das ist einfach ein richtig stabiles Chassis. Der kleine Euro Cargo fährt sich wie ein großer und ist einfach auch vom Chassis was richtig langlebiges, was solides, was stabiles und deswegen einfach auch so unfassbar beliebt, denn die Wagen werden ja wirklich bei Morelo in einer großen Stückzahl und mit sehr großem Erfolg gebaut. So, zweites Modell steht nebenan, können wir kurz abreißen. Habt ihr da genau das gleiche Fahrzeug? Das Holz, können wir gleich mal gucken. Ein dunkles Holz diesmal drin. Trend geht ja im Moment ein bisschen zum hellen Holz. 50-50 kann man sagen? 50-50, genau. Auch der kostet 289.900. Hier ist die Mehrwertsteuer jetzt nicht ausweisbar. Nein, ist nicht ausweisbar. Kommt aus Privathand. Hat 34.000 Kilometer, das heißt rund. Das ist aber auch keine Laufleistung für das Auto. Nein, das ist keine Laufleistung. Die machen mehrere hunderttausend Kilometer problemlos und ist also von daher sehr, sehr wenig auch. So, sehen wir hier rein. Gut, das dunkle Holz, andere Optik, muss man schon ganz klar sagen. Das ist... Ich kriege den neuen jetzt auch wieder mit dunklem Holz, muss man sagen. Wirkt zwar ein bisschen edler, gar keine Frage, aber macht das Auto insgesamt ein bisschen dunkler. Macht's dunkler, ist Geschmackssache. Ne? Da gibt es Philosophien, Meinungen
und Vor- und Nachteile im genügendem Maße drüber. Ne? So, der hat jetzt eine Sattanlage, aber dafür keinen Gastank. Dann auch, wir können ja mal gucken, was das Thema Elektro ausmacht. Da haben wir in dem Fall 6,6, 385 Amperestunden. Das heißt, das Elektropaket ist genau das gleiche. Zwei Batterien hier mit drin, das ist schon mal gut. Und wir haben eine Solaranlage mit auf dem Dach. Genau, Solaranlage mit auf dem Dach. Und dann die entsprechende, Lade- und Wechslereinheit, wie das bei den Elektropaketen von Morillo eigentlich immer der Fall ist, mit 3000 Watt Büttner Dauerleistung im Wechselbereich und dem entsprechenden Ladestrom dann. So, und hier kam es rundum, also muss immer genau hinschauen. Der hat jetzt ein bisschen mehr auf der Uhr das Thema. Das große Thema Kosten bei Inspektionen ist bei dem kleinen Eurocargo sehr gering im Vergleich zu den großen Chassis. Das kennst du auch, wenn du da mal jetzt einen Actros mal zur großen Inspektion fährst, da bist du schon ein bisschen mehr los. Also ja, der hat ja auch Inspektionsintervalle, die sehr lang sind und dementsprechend ist es eigentlich zu vernachlässigen, weil man halt wirklich nicht oft in Service muss. So, Queensbett ist hier drin. Liegewiese nicht ganz so groß. Nee, nicht ganz so groß. Dafür von rechts und links zum Einsteigen. Es ist eine Version, die auch sehr beliebt ist. Dieses sogenannte Queensbett oder M-Bett auch genannt. Und wird von älteren Herrschaften sehr gerne genommen. Auch um einfach schneller rein und rauszukommen, bequemer einzusteigen. Und ja, man muss da natürlich beachten, dass den entsprechend dann im Wohnraum etwas weniger Raum ist. Der hat jetzt diese große Novellküche mit drin, die abgeschrägt ist. Und dann halt diesen anderen Schlafbereich. So, auch hier das gleiche Badezimmer, was wir eben gesehen haben. Ja, du hast zwei Stück da. Ich denke, zwei schöne Fahrzeuge. Ein 22er und 23er Modell. Sprich 21 und 22 in der Erstzulassung. Der eine sogar Ende 22 mit einem Jahr Garantie, das spielt aber keine Rolle. Auch der hier, du übernimmst ja beim Verkauf ein Jahr Garantie und das Ganze, ob das eine Werksgarantie ist oder nicht, das spielt für den Endkunden keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Wir haben als Händler immer auch die Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden, der so viel Geld ausgibt, dann entsprechend dafür da zu sein, wenn der Wagen ausgeliefert ist und Dinge dann auch zu beheben, die auftauchen. So, dann gehen wir mal raus. Wir sind bei Felge und Wels. Das Ganze in Osnabrück, Bissendorf, kurz vor Osnabrück. Und ja, schönes Auto. Hier auch eine Hubstützenanlage mit eingebaut. Aber auch hier beachten natürlich das Thema Zuladung. Das ist so eine Hubstützenanlage, Gewicht ungefähr 80 Kilo. Ja, 70 Kilo, 75 Kilo. Das muss man alles beachten. Dafür bekomme ich aber dann ein extrem laufruhiges Fahrzeug mit großem Motor, Luftdruckbremse und allem drum und dran. Und ja, das ist für viele einfach wichtig, dass sie zum Beispiel bei Passstraßen diese Motorbremse mit drin haben, das große Chassis, die breiten Räder, das breite Fahrwerk, das große Luftfahrwerk hinten, das professionelle. All das ist hier da. Und dann natürlich auch die Höhe. Das Fahrzeug ist ein Stückchen höher insgesamt. Ich glaube, fast 8 cm höher als die Palace-Modelle. Ja, 8 cm, das bringt einfach dieses stabilere und hochwertigere Chassis mit sich. Ist aber sonst in der Seitenansicht oder auch in der Gesamtansicht kaum wahrzunehmen. Vielen Dank, Matthias Wels, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am 16. September nochmal einen Überblick zu machen. Preise sind natürlich marktgerecht, das heißt, ihr schaut euch an, wie werden die Fahrzeuge gehandelt. Und ihr seid ein riesen Morillo-Händler, kriegt natürlich sehr gute Einkaufskonditionen, dadurch, dass ihr ganz viele Fahrzeuge abnehmt. Du hast im letzten Jahr sogar Sondermodelle kreiert. Sind da noch welche von da eigentlich? Oder sind die alle weg? Ein Fahrzeug ist noch da. Das ist ein Rückläufer von einem Kunden, der
der umgestiegen ist, nochmal auf ein größeres Modell. Ansonsten sind die alle weg und ja, der Gebrauchtwagenmarkt ist im Moment Gott sei Dank endlich mal wieder seit 2 Jahren etwas gefüllter, sodass wir jetzt also einige Fahrzeuge auch anbieten können. Das sind alles Autos, die zurückkommen, wo die Kunden sich dann nochmal entsprechend verändert haben, größer geworden sind oder halt Fahrzeuge mit Pkw-Garage gewählt haben. Hier sieht man, aus verschiedensten Gründen. Sieht man übrigens schön übrigens die 23er und 22er Versionen ganz leicht zu erkennen an dem weißen Dach obendrauf für die Profis. Genau, das ist sofort zu sehen, dass der 22er halt oben noch den schwarzen Buckel hat und der 23er entsprechend dann die weiße Maske oben. Tschüss, Matthias. Tschüss.